Er ist tatsächlich wieder ausgegangen, aber das ist kein Problem. So, dann holt euch den Sammler und den Raketenwerfer. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. So. Dann holt euch den scheiß Raketenwerfer. Komm schon. Und weiter Panzer bauen. Weiter Panzer bauen. Und den Raketenwerfer wegmachen. Wegmachen. So. Und weg damit. Weg mit dem Kacksammler. Weg mit dem Sammler. So. Und jetzt auf den Angriff vorbereiten. Und eine neue Werkstatt bauen. So. Jetzt kommt nämlich der Angriff. Schaut euch das mal an. Alter Schwede. Boah. Alter, was? Das ist ja heftig. Wenn das jetzt auch nicht ausreicht, ne? Doch, das reicht. Das muss reichen. Genau deswegen habe ich nämlich die kleinen Gummipanzer mitgenommen. Damit die nämlich schön das Kanonenfutter spielen können. Das lief doch mal nicht schlecht. Boah. Noch ein Raketenwerfer. Ah, da ist ja ein zweiter Sammler. Geil, okay. Ja gut, dann macht den mal weg. Komm. Dann macht den mal weg. So, sein Sammler. Ah, sein anderer Panzer. Dann macht noch den kaputt. Macht den platt, komm. Macht den... Oh, scheiße. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Da sind noch zwei neue. So. Okay. Die Werkstatt ist fertig. Sehr schön. Dann tu die mal hier wieder hin. So. So. Oh, was macht ihr denn? Shit, ja. Was? Der hat den Flammturm verkauft? Wieso verkauft der den Flammturm? So macht er mal kaputt da. Fahrt mal rein und mach mal die Fässer kaputt. So, damit der Raketenwerfer endlich weg ist. Der hat noch einen Sammler. Da oben. Alles klar. So. So, jetzt bin ich halt besser vorbereitet. Das ist klar. So. Da habe ich echt einen zweiten Versuch gebraucht, ey. Holy shit. So, na gut, dann nochmal den. Oh, Junge. Da ist noch so ein Panzer. Ja, die sind echt nervig, die Panzer. Ich hasse sie. Ich hasse sie wirklich. So, dann baue ich jetzt schon mal meine. Die stelle ich mal wieder hier oben hin. Der bleibt hier. So, das hätten wir erstmal geschafft. So, dann kann ich mir jetzt eigentlich. Mit dem Sammler die, weg mit dem Flugzeug. Können wir mit dem schon mal das Kraftwerk hier holen. Und der Sammler holt sich oben schon mal die Edelsteine. So, dann bauen wir eine Artillerie. Ah, stopp. So, was ist das? Ah, oh, scheiße, der hat den Sammler angegriffen. Ei, 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 ei. So, Panzer nach vorne. Ja, der kommt jetzt nämlich wieder mit allem möglichen Scheiß an. Schaut euch das an. Ja, der schickt nämlich immer Patrouillen zu seinen Sammlern. Ich verstehe das schon. So, dann weg damit, komm. Und zack. Und sehr schön. Ich guck mal nochmal kurz, ob der aufnimmt. Jawohl, tut er. Alles klar. So, okay. Ich muss auch einmal ganz kurz eine kleine Pause machen, also bis gleich. So, da bin ich wieder. ja, wie gesagt, eine kleine Pause gemacht wieder. Und ja, genau. Bin ich jetzt auch mit einem klareren Kopf wieder hier. Weil das ging mir eben schon echt wieder ein bisschen zu schnell. Aber ja. Ist ja, was ich glaube. Oh, das war eine große Lieferung. Sehr schön. Wisst ihr was? Ich glaube, ich baue erstmal einen Ingenieur, klar. Aber ich baue mal eine zweite Raffinerie. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller hier. So. Ah, Geisterhaus. Genau, die Mucke. So. Dann übernehme ich das Ding gleich erstmal. Warte mal, das so, fertig. Sehr schön, so. Dann zack. Guck nochmal gerade. Ja, sollte passen. So, okay. Wie viel? Ah, okay. Ja, dieses Aufnahmetool verbraucht ziemlich viel Speicherplatz. Deshalb muss ich auch nochmal gucken, weil meine Festplatte ist nicht die größte. Aber das kommt alles noch in diesem Jahr. Das wird alles aufgerüstet hier. So.
Erstes Einsatzziel erreicht. So, erstes Einsatzziel. Sehr schön. Kann ich die vier eigentlich mal reparieren fahren? So. Die können reparieren fahren. Alles klar. Steht noch. Frage ist jetzt, wohin damit? Sammel mal hier oben. Jo, genau. Das ist ein bisschen Nazi-mäßig an, muss ich ehrlich sagen. Dieser Hintergrundtrack. Repariert. Naja, egal. Oh. Zack. So. Sehr schön. Der dritte Sammler holt sich auch mal hier die Edelsteine hier oben. So, bevor der Russe sich die krallt. Die reparieren sich. Sehr schön. Gut. Die beiden auch. Ah, kann ich mal weiter Panzer bauen. Sehr schön. Dann mache ich das doch. Da kommt nämlich... Aha! Aha! Da kommt ein Sammler von dem. Soll der versuchen. Soll der versuchen, hier durchzukommen. Nein, die beiden habe ich doch eben zurückge... Ach, Leute. So. Nein, nicht an... Oh Gott, bist du lebensmüde oder was? Nicht angreifen, nee, sei doch nicht so blöd. So. Gut. Dann brauche ich nochmal ein paar Mini-Panzer. Ach, na gut. Wenn das deine Gegenwehr dafür ist, dann ist ja okay. So. Ja, das kann mir egal sein eigentlich. Da steht ein Bunker da oben. Ja, kann sein, dass der nicht reicht. Ja. So, dann baue ich mal noch einen Bunker stattdessen nochmal. Hier unten hin. Zack. Ja, Turm, danke. Schieß einfach mal deinen eigenen Panzer ab. Ist okay, komm. So, dann hier, zack, weg damit. Das wär's dann auch für da gewesen. Und du reparierst dich mal. Und du gleich auch. So, nämlich gleich eine schöne, schlagkräftige Armee hab. Um den Russen endlich meinen Arsch zu treten. Das hat der nicht anders verdient, wirklich. So wie er mich eben genervt hat, wo er mich sogar besiegt hat. Ja. Das war schon ein bisschen heftig. Und du sollst nicht da stehen bleiben. So. Wird gebaut. Da noch mal ein paar Artillerien. Wird gebaut. So. Als Sammler habe ich erstmal genug. Holt euch die Edelsteine. In Ordnung. Juden alten Klunker. Ja, Sir. So. Dann ihr dreimal reparieren fahren. So, die Artillerie. Ist noch eine und dann noch einen leichten Panzer und dann sollte es erstmal reichen. So, ich schaue noch mal in der Zwischenzeit. Ja, das passt. Sehr schön. Wird repariert. Ah, Moment, dann kann ich auch noch mal eine Werft bauen, theoretisch. Ja? Weil ich glaube, in dieser Mission wird gebaut. Können wir zum ersten Mal die Zerstörer bauen. Ne? In Ordnung. Gut, dann machen wir mal einen Gummipanzer. Wird repariert. Ihr Einsatzfahrzeug. Ja, ich weiß, dieser Panzer hat es nicht verdient, dass ich ihn so nenne, aber es ist einfach ein mickriger Panzer. Ich meine, schaut euch den mal an. Relation da. Aha! Was versuchst du? Ah, du willst jetzt die Klunker klauen, ne? Hast du wohl ein bisschen zu viel davon bekommen, dass ich die jetzt habe, oder was? Haha! Weg damit! So, sehr schön. Und dann zack, zack. Und dann die Werft. Die baue ich mal hier oben hin. Ah, nee, Energie. Ich will nämlich noch eine bauen, damit die Produktion schneller geht. Ja, wenn man zwei Gebäude baut, eines Produktions... Was? Was? Seit wann kommt da oben Mannequin? Oh, das ist ja wohl... Egal, der Bunker kommt. Der Bunker reißt da raus. Mach den kalt. Mach den kalt, komm. Boah, zum Glück habe ich hier noch ein paar Mobile. Seit wann kommen hier oben Mannequin? Oh Gott. Was soll das denn? Naja, egal. Das hat noch geklappt so gerade. Nee, doch, Zerstörer. Sehr schön, geil. Jetzt kann ich nämlich die Zerstörer bauen und dann geht's richtig aufs Maul hier. So, die Kanonenbutter kann ich mal reparieren. Dann habe ich nämlich gleich zwei Angriffsfronten. Mit dem einen Gummipanzer hier werde ich mal ein bisschen erkunden und währenddessen schon mal weitere bauen. So. Jetzt kommst du aber da raus. So, alles. Ah, das ist ein Hund. Was will denn der Hund da? Hä?
Was? Okay. Was wollte der Köter? Ja. Ja. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Da ist nämlich... Ah, eine Tesla-Spule. Fuck. Na gut. Hier ist die Basis. Da ist die Basis, okay. Egal, bauen wir weiter Zerstörer. Und am besten noch ein paar Panzer, oder? Bestätigt. Ja, noch. Einheit bereit. Noch ein, zwei Artillerien. Wird so, gebaut. Okay. Wird Reiter gebaut. Zerstörer. Weil wir müssen ja auch U-Boot-Werften killen, ne? So. Alles klar. Einheit der Zerstörer bereit. Ist fast so schnell wird fertig gebaut. Wie die Artillerie. Ja, da ist ja schon eine schlagkräftigere Truppe ausgebildet. Einheit so. Dann warte ich jetzt noch auf die Artillerie Einheit und baue noch einen Zerstörer. Und zack. Hier kommt man dahin direkt. Du auch. Widersetze dich nicht meinem Befehl. So. Ja. Basis ist schön verteidigt, das ist gut. Und dann gibt's jetzt aufs Maul. So. Team 2. Team 1. Bewegt sich mal nach fort. Bewegt sich mal nach vorne. So, los geht's. Moment mal, ich speichere das vorher nochmal kurz ab. Auch wenn das jetzt schon Mission 7 ist, nehme ich an, ne? Aber ja. Ah, das ist ein U-Boot. Da ist ein U-Boot. Die schießen nämlich zwei Bomben. Seht ihr das? Die machen schnell aus U-Booten. Die machen da schnell, wie nennt man das? Staub draus. So. Also machen sie schnell platt. So, dann bewacht mal die Gegend hier bitte. Die sollt auch mitkommen. Was soll denn das? So, wir sollen U-Boot-Werfen zerstören. Wir sollen aber nicht nur U-Boot-Werfen zerstören, wir sollen alles platt machen. Oh. Interessant. Artillerie gegen Raketenwerfer. Das geht sich Pattsituation auf. Na gut. So, auf wen schießt du? Undefinierbar, okay. Boah, oh, scheiße. Wie viele sind das hier? Oh, Mann. Schieß doch. So, okay, sehr schön. Bum, 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 bum. So, zack. Ich finde das auch interessant, dass diese Bomben manchmal echt übelst verfehlen. Aber ja gut, das ist halt die Physik hier. Genau. Oh. Ja, danke. Ich muss doch erstmal hier die U-Boote wegmachen. Mensch. Okay, rein da, los. Rein da. Scheiß auf die Tesla-Spulen. Rein da. So, zack. Und dann hier das U-Boot. Boah, Tesla-Spulen. Und rein hier, komm rein. Und mach direkt den Tesla-Spul im Arsch. Direkt. Ja, natürlich, jetzt greift er mich an. Alter, das kann nicht wahr sein. Genau jetzt, wo ich angreife, ey. Das ist so typisch. Es ist so typisch. Na gut, komm. Der Angriff wird wahrscheinlich nicht reichen. Oh, noch mehr Tesla-Spulen. Fuck, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, er hat sich verkauft, geil. Okay, na gut, dann. Oh, Junge, Junge. Das liegt auch echt daran, dass ich hier die Energie verloren habe. Mann, jetzt ist der Angriff echt für den Arsch, ey. Egal, mach noch die Dings kaputt hier. Die Waffenfabrik. Okay, dann baue ich nochmal einen zweiten Schwall. Zweite Runde. Ja, wie ihr seht, also dieses Artillerie, würde ich sagen. Dieses alliierte Arsenal ist so lächerlich. Im Gegensatz zum Russen, das ist schon krass. Also, das bringt ja gar nichts. Das bringt ja echt gar nichts. So, das ist jetzt im Arsch. Zack. Weiter geht's. Zack. Energie. So, mach die Kraftwerke platt. Ihr sollt die Kraftwerke platt machen, nicht die Menschen. Ah, ist noch ein U-Boot, ey. Oh, Mann. Ja, danke. Auch ein bisschen unfair. Seine U-Boote treffen viel besser als meine. Da kommt schon wieder so ein... Was machen die denn noch da? Was? Okay, dann macht ihr die Waffenfabrik kaputt. Das schaffen die. Ja, das schaffen die. Ich baue einfach weiter Panzer die ganze Zeit. Dann ist es halt beim nächsten Schwall so weiter. Da
das ist das andere U-Boot. Schießt! Schießt doch, ey! Alter! Bleib doch nicht stehen! Ja, das war's. Toll. Aber sie haben es geschafft, sehr schön, geil. Alles klar. Weiter Panzer und Zerstörer bauen. Ich schau nochmal ganz kurz, wie er passt. So, okay, ich glaube, ich brauche noch mal irgendwann noch mal noch eine zweite Waffenfabrik. Das ist gar keine schlechte Idee. So, immer schön bauen, bauen, bauen. Alles klar. Die Edelsteine sind weg. Sehr schön. Ist ungesichert, aber ist egal. Der macht normalerweise, greift normalerweise das nicht an. Ja, ist ja gut. Ist jetzt ein bisschen aufmüpfig, ja, aber meine Güte. So, weiter Panzer. Ja, die Mucke, die ist ein bisschen beruhigend jetzt. Hört mal. Sehr beruhigend, die Mucke. Sehr beruhigend, die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Weil wir rüsten uns ja auf. So. Weg damit. Und weg damit. Ja. So, 4 Zerstörer schon. Die Lieferung passt. Sehr schön, das ist fertig. So. Gehen die Panzer auch schneller vom Stapel. Genau wie die Zerstörer. 4 Stück in der Zahl. So. Alter, das hier oben eben diese Verstärkungstruppen kamen. Krass. Das wusste ich überhaupt nicht mehr. Wirklich. Wusste ich gar nicht mehr. Aber Moment mal, ich kann mal einen Gummipanzer bauen und erkunden fahren. Das mache ich. Baue jetzt noch den Gummipanzer und dann habe ich 6 schwere Panzer und 5 Zerstörer. Mal schauen. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Commander Conquer Alarmstufe Rot. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, könnt ihr gerne einen Kommi da lassen oder ein Like. Oder auch generell ein Abo. Und ja, hier oben die verkaufe ich jetzt erstmal. Oh, das ging aber schnell. Ja, komm schon. Geh einfach hier hin. Bitte, was? Die schaffen es mit dem Bunker? Dass der halb kaputt geht? Okay. Krass. So, der Gummipanzer kann mal erkunden. Na, schaut mal hier unten, da ist da nämlich noch was. So, einen weiteren Zerstörer. So. Ah, vergiss es. Da habt ihr das mal gesehen. Wenn die Ziele sich bewegen, sind die Mix- und die Flammentürme chancenlos. Ah. Ja, schießt ruhig euer eigenes Gebäude an. Ist okay. Ja, oh, das war ein Streifschuss. Das ist gut. Der hat nicht so gesessen, der Schuss. Ah, shit. Ja gut, das war's dann. Aber egal, ich weiß schon mal ein bisschen mehr. Das ist der Bauhof. Ich finde es echt schade, dass die Artillerie, dass die Alliierten, ich sage immer Artillerie, warum sage ich immer Artillerie? Dass die Alliierten bis hierhin keine vernünftige Luftwaffe haben, ey. Das ist echt schade. So, wenn der Zerstörer dann fertig ist, dann fahre ich mit denen schon mal los. Macht da nochmal ein bisschen Stress. Oh, warum ist das kaputt? Was ist denn damit los? Warum ist das Ding kaputt? Ja, keine Ahnung. Du gehst auch mal hier oben sammeln erstmal. Nicht da unten. Dann habe ich nur 2 Sammler? Nee. Der steht da einfach nur rum. Was soll das denn? Wirst du gefälligst arbeiten? Steht da einfach eiskalt rum. Du sollst da reinfahren. Gott. Diese Sammler hier, ey. Steht er da einfach rum? Eiskalt. Eiskalt steht er da rum. Ich konzentriere mich jetzt nur noch auf Kampfpanzer. Weil diese Mischung, die ist manchmal ganz okay, aber hier bei so einer echt schlagkräftigen Basis braucht man nur Kampfpanzer. So, dann geht ihr schon mal hier hin. Beziehungsweise fahrt ihr schon mal dahin. Und weiter Kampfpanzer bauen. So, sehr schön. Ja, bis ich hiermit auch schon mal. Ah, die beiden Manneken. Ja, das. Ich würde ihn tot schicken, aber. Geht mal hier hin. So. Ein bisschen auch aufzuklären.
wird gebaut. So. Zerstörer sind auf dem Weg. Sehr schön. Ja, die können doch dann hier hingehen und die Flammentürme mal kaputt machen. Ja, das ist eine gute Idee. So. Während ich hier meine Panzerarmee weiter ausbaue. So. Sehr schön. Das muss alles ein bisschen schneller gehen eigentlich, aber naja. Ja, jetzt muss ich alles platt machen hier. So, zack. Was? Was will der denn? Alter! Kann nicht wahr sein. So, weg damit. Weg damit. So, zack. Ah, das sind die, ja. Nee, hier auf den Flammenturm mal konzentrieren. Zack, auf die Energie. Tschüss. Was? Wo ist diese Mick ständig? Ah, bei den Mannequin. Ah, bei den Mannequin. Ja, gut, dann. So. Der hat den neu aufgebaut, habe ich gesehen, ja. So. Die machen schon mal ein bisschen Stress. Aber die können schon mal nach da oben fahren. Da bin ich mal gespannt, was da oben so ist. Was? Was? Ah. Ah! Mannequin, geil. Okay. Ja. Da ist noch ein U-Boot, seht ihr. Ja, ja, klar. Noch 30 geht's ja wohl nicht, ja? Ah, nein. Ausweichen. Oh, warum trifft der denn immer? Shit, ey. Ja, danke, das war ich überhaupt nicht. Ja, komm, ist egal. Weiter geht's. Zack. Und zack. Sehr schön. Gut ausgewichen. Flugfeld, weg damit. Damit der nicht mehr mit seinen scheiß Mix nerven kann. Oh, was macht... Seid ihr denn des Wahnsinns? Oh Gott. Auf den Flammenturm, los. Sehr schön, der ist weg. Alles klar, was ist das hier? Das ist unfassbar. Das ist doch unglaublich. Fahr den mal platt. So. Fahr den platt. Yeah. Ja, sehr schön. Das ist doch... So, das nächste Flugfeld da unten. Mach das kaputt. Mach das kaputt. So, sehr schön. Alter Panzer. Damit ist diese Mission eigentlich schon gegessen, also. Das ist ein Penner. Jetzt will der wirklich da unten Stress machen. Unfassbar. Unglaublich. Dann stell ich ja jetzt einfach einen Bunker hin, dann ist Ruhe. Und zack. Weg mit dir. So. Weg. Es ist Ruhe. So. Scheiß Manic. Oh, ja. Das ist schon nicht schlecht. Ja, okay. Warte immer weiter außen rum und schau mal, was der da noch so hat hier oben. Wahrscheinlich, lass mich raten, noch ein paar U-Boote. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Hä? Oh. Fahr drüber. Mein Gott. Ja. Zack. Schiffe kommt mal hier runter. So. Und los geht's. So. Zweite Welle. Sollte eigentlich jetzt reichen. Ich schau mal, ob der noch aufnimmt. Das sieht eigentlich... Ja doch, sieht gut aus. Okay. Alles... Aha! Seht das? Habt ihr das gesehen? Das sind spawnende Einheiten. Oh! Der hat kein Flugfeld mehr, wo er landen kann. Ja, haha. Hast du davon. Hast du jetzt davon, ja. Geht hier mal hier. So, dann fahrt ihr mal hier unten rein. So, überfahrt die einfach. So, zack, zack. So, geht immer hier runter. Die funktioniert nämlich noch. Die funktionieren nämlich beide noch. Ja. Mach mal das da kaputt. So, mach die Energie weg, mach die Energie weg. Mach die scheiß Energie weg. Die sind so übertrieben stark. Oh, warum funktionieren die noch? Was soll denn das? So, jetzt. Oh, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie lange funktionieren die denn? Hallo? Wie lange funktioniert die Scheiße? Jetzt ist kaputt. Sehr schön. Jetzt sind sie aus. Wunderbar. Die machen da oben noch ein bisschen Stress. Sehr schön. Mach die kaputt. Los. Ah, der baut hier die ganze Zeit nach. Deswegen.
verstehe das schon. Dafür tschüss mit dem Bauhof. Da kannst du jetzt nichts mehr nachbauen, mich nerven. Wie macht man das Silo kaputt? Und dann das Silo kaputt? Der baut nach, ja, der hat noch einen Bauhof irgendwo. Ist denn der, sag mal. Mach mal die Dings hier kaputt. So. Zack. Alles klar, dann das Silo. Komm schon. Und zack, das Silo. So. Dann nochmal das Kraftwerk hier oben. So, kann man hier noch irgendwas angreifen? Nee, leider nicht. Nee, weil ich halt nichts sehe. Das ist halt das, ja. Dann deckt er mal auf, bitte. Oh, wo ist der? Da ist er doch, der Scheißbauhof. Von dem, ja. Sehr schön. So, weg damit. Weg mit dem Bauhof, zack. So. Und die Tesla-Spule weg. So, weg damit. Aber die Schiffe kommen schon mal hier unten hin. Wir sollen da runterfahren, genau. Wann verkauft er denn alles? Ich glaube, wenn wir die Hundehütte vernichten, ne? Weil er könnte uns ja noch mit Hunden angreifen. Die Hunde, die dann versuchen, hier so einen Panzer aufzufressen. So ungefähr. Ah, Moment. Da sind noch U-Boote. Oh Mann, ey. Das ist so nervig. So, kiten. Los, kiten. 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 So. Und los. Ah, Junge. Weg damit. Weg damit. Los, weg damit. Hallo, ihr sollt das wegmachen. So. Ja, toll. Das reicht natürlich nicht. Oh, Junge. So. Wir brauchen Silos. Dann bau Artillerie, komm. Ja, sehr schön. Immerhin. Und der kann dann die hier platt machen. So. So. Ich habe jetzt echt keinen Bock, da jetzt nochmal Schiffe auszuheben. Nur um die Werften hier unten zu flashen. Dann nehme ich lieber Artillerien. 3 Stück, um genau zu sein. Der ist schon fast kaputt, okay. Gucken, ob ihr da drauf schießen könnt. Ah, hier unten könnt ihr drauf schießen. So, dann nehmt ihr mal diese drei Artillerien und stell die mal hin. So. Gut, dann hätten wir auch diese Mission eigentlich geschafft. Weil hier kommt die Artillerie nicht ran, das ist das Problem. So, oder die ist weg. Dann die hier. Macht immer das hier kaputt. So. Oh, genau so. Ja, der zweite Versuch lief schon deutlich besser als der erste. Wir brauchen schon wieder Silos, was soll das? Ja, guck mal, die Artillerie noch mit. Geht mal hier. Ich finde das Geräusch so geil. Und ja, dann passt das doch. Schieß die mal da drauf, bitte. Ja, sehr schön. So, simultan. Da. Zack, und weg damit. Und das war's. Yes, geil. Okay. Denn... Das war wieder der Schlachtkreuzer. Mit dem geilen Bass, der mein Headset zum Vibrieren bringt. Boah, der verloren. Schaut euch das mal an. Mehr als dreimal so viel. Uff. Und Gebäude auch 20 mal so viel. Oh, gar nicht mal schlecht. 40 und 10. Ja, passt. So, es geht nach Süddeutschland. Also eher Österreich oder eher Baden-Württemberg. Ich nehme mal Baden-Württemberg. So. Incredible!
We made it disappear and reappear, but with very little control. We lost some men. But do you have the control problem solved? That is the heart of the Chronosphere project. This is where you come in. I wanted you to see this, so you understand the importance of your next mission. The Chronosphere is being tested here, at a research center outside Laich. The Soviets recently learned of its location and have begun bombing it regularly. You must protect this research site. And the scientists working inside? Get to the base immediately and fortify it. We would evacuate the base, but months of preparation would be wasted. The buildings and their contents must remain operational until the experiment is complete. Oh, das ist so eine Scheißmission. Ich hasse diese Mission von ganzem Herzen. Jo. Da wurde mal ein Flugzeug ganz ordentlich abgeschossen. Ja, das ist diese Mission, Freunde. Ich hasse diese Mission wirklich. Also, ja, das kann lustig werden, nächste Folge. Ja, wir sollen die Chronosphäre beschützen, weil die Russen halt versuchen natürlich, sie zu bekommen und zu niederzubomben und alles Mögliche. Und wir haben hier ohne Zeit eingeblendet. Und genau. Ja, die Zeit ist halt dafür da, wie lange wir noch überleben müssen. Wir sollen in dieser Mission nur überleben. Aber Freunde, das würde ich sagen, sehen wir uns erstmal das nächste Mal. Ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben. Und wenn euch das gefallen hat, ja, lasst doch ein Like oder Abo da. Oder einen Kommentar. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.